Wo normalerweise Maimarktbesucher und Fahrschüler anzutreffen sind, wird heute vielleicht Geschichte geschrieben. Zumindest im Guinness-Buch der Rekorde. Jochen Glasbrenner versucht innerhalb von 12 Stunden 300 Kilometer auf Inlineskates zurückzulegen. Dafür eignet sich der Maimarkt-Parkplatz besonders gut. Die Fahrschüler kommen erst morgen an und der Maimarkt hoffentlich nächstes Jahr wieder. Ehefrau und Trainingspartnerin Nina Glasbrenner erzählt uns von der Vorbereitung und dem jetzigen Stand des Rekordversuchs. Ja, der Jochen ist total sportverrückt und hat jetzt eben hier diesen 300-Kilometer-Versuch als sein großes Highlight für dieses Corona-Jahr, wo man ja sonst nicht viel Wettkämpfe machen darf. Und hat vor ungefähr 2 bis 3 Wochen das jetzt wirklich konkretisiert, die Pläne für hier. Noch genügend Helfer gesucht und zum Glück auch gefunden. Und jetzt ist eigentlich das Einzige, was noch schwierig ist, heute das Wetter. Aber er hat schon ganz, ja, es läuft ganz gut. Begleitet wird er die meiste Zeit von 2 Rennradfahrern. Aber nicht wegen der aufkommenden Langeweile. Auch darf er deren Windschatten nutzen. So geht es nun Runde um Runde. Zwischenzeitlich hat Jochen sogar noch Zeit für ein kleines Interview. Bisher geht's gut. Ja. Der Regen war ein bisschen hart vorher, aber jetzt ist wieder Sonnenschein und die Straße fast trocken, jetzt läuft's wieder. Ab wann rechnest du mit den ersten Schmerzen? Ich hoffe erst bei 9 Stunden. Aber du, vom Gefühl her bist du gut. Die Beine sind zwar schon ein bisschen schwer, aber das dürfen sie nach 6 Stunden sein. Und auf jeden Fall. Gut, was denkst du noch so? Vom Gemüt bist du in Ordnung? Ich bin total zufrieden. Motiviert? Ja, ich habe über eine Dreiviertelstunde Vorsprung. Also für das nehmen wir das Teil in der Mitte. Der Regen ist vorbei und beschert angenehme Temperaturen zum Abend hin. Und nach 12 Stunden und erfolgreichem Weltrekord wird in der Stille des Parkplatzes noch ein wenig gefeiert. Der war spitze. Ich glaube, wenn jemand mal einen Stuhl kriegen wird. Echt super. Hey, weil so uns wert ist. Boah. Wahnsinn. Ich kann sogar noch Skates auf ja. Wie fühlt man sich als Weltrekordhalter? Ja, ich top gelaufen. Also ich hatte ein super Team, die haben mich super unterstützt. Ganz zum Ende habe ich natürlich viel Unterstützung gebraucht. Da waren es 4 Radfahrer, 3 Skater, das war natürlich genial. Also ich super gelaufen. Die abschließende Pforte ist einfach genial. Also ich habe das Team, ich habe jeden gefragt, die haben sofort zugesagt und das kann man nur mit einem super Team machen. Ich musste eigentlich nur fahren und alle anderen, die haben für mich gearbeitet. Alles klar. Dann bis zum nächsten Weltrekordversuch.